beim kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen war, passierte es. Es war rund und braun, sah ein bisschen aus wie eine Wurst und das Schlimmste, es landete direkt auf seinem Kopf. So eine Gemeinheit, rief der kleine Maulwurf. Wer hat mir auf den Kopf gemacht? Aber kurzsichtig wie er war, konnte er niemanden mehr entdecken. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er die Taube, die gerade vorüberflog. Ich nein, wieso? Ich mache so, antwortete sie. Klatschte ein weißer, feuchter Klecks direkt neben dem kleinen Maulwurf auf den Boden. Sein rechtes Bein wurde weiß gesprenkelt. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er das Pferd, das auf dem Acker graste. Ich? Nein, wieso? Ich mache so. Antwortete es. Und rums die Pums plumpste 5 große, dicke Pferdeäpfel haarscharf am kleinen Maulwurf vorbei. Er war tief beeindruckt. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er den Hasen. Nein, ich? Wieso? Ich mache so. Antwortete der. Und ratatata schossen 15 runde Bündchen dem kleinen Maulwurf um die Ohren. Er rettete sich mit einem gewagten Sprung. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er die Kuh, die gerade wieder käute. Ich? Nein, wieso? Ich mache so. Antwortete die. Und schwuppsdiwupp platschte ein großer, braun-grüner Fladen knapp neben dem Maulwurf ins Gras. War er da froh, dass sie es nicht gewesen war, die ihm auf den Kopf gemacht hatte. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er das Schwein. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Habt ihr mir auf den Kopf Wollte er gerade wieder fragen. Doch als er näher kam, saßen da nur 2 dicke schwarze Fliegen und aßen. Endlich jemand, der mir weiterhelfen kann, dachte der kleine Maulwurf. Wer hat mir auf den Kopf gemacht? Fragte er ganz schnell. Haltchen still, brummten die beiden. Und dann machte er nach einer Weile ganz klar, das war der Hund. Endlich wusste der kleine Maulwurf, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte. Hans Heinrich, der Metzgerhund. Schnell wie ein Blitz kletterte er auf Hans Heinrichs Hütte und bling landete ein kleines schwarzes Bürstchen direkt auf dem Hundekopf. Glücklich und zufrieden verschwand der kleine Maulwurf in der Erde.